Im Süden und Südosten hatte es am Sonntag heftige Unwetter gegeben. Dabei gab es Hagel und heftigen Starkregen, der von orkanartigen Böen über die Straßen gepeitscht wurde. Grund für das Unwetter war ein riesiger Gewitterkomplex, der von Schwaben an der Donau entlang nach Osten zog und eine Spur der Verwüstung hinterließ. An der Vorderseite des Gewitters gab es eindrucksvolle, aber auch bedrohliche Wolkenformationen. Während des Starkregens konnte man hier teilweise kaum noch die Straße sehen. Der Regen führte schnell zu ersten Überschwemmungen, die Kanalisation konnte das viele Wasser nicht mehr aufnehmen. Keller liefen voll und auch einige Autos versanken in den Fluten. Nach dem Unwetter hatten die Feuerwehren alle Hände voll zu tun. Umgestürzte Bäume blockierten Fahrbahnen und Schienen, auch einige Zugverbindungen fielen aus. Die Sturmböen waren so heftig, dass sogar eine Scheune dem enormen Winddruck nicht mehr standhielt und einstürzte.